Und damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, wir werden heute natürlich weiter Schätze suchen, Rätsel lösen und so weiter. Wir können ja mal auf der Karte schauen, was noch aktuell offen ist. So viel haben wir nicht mehr. Jetzt hier oben ist noch was. Das wollte ich auf jeden Fall holen. Und genau, dann würde ich sagen, machen wir hier den Bereich. Und da müssten wir eigentlich alle Schätze haben, damit wir hier opfern können. Und danach würde ich sagen, geht es dann auch hier mit der Quest weiter. Genau. Genau, wir gehen einmal bitte hier markieren. Und dann gehen wir auch schon hoch. Schauen wir mal. Ganz ruhig. Hier stimmt was nicht. Okay, irgendwie kommen wir hier nicht mehr raus. Ich kann mir keine Fehler erlauben.
Irgendwie komme ich hier nicht mehr raus, Alter. Oh, was ist denn das für ein Scheiß? Tun wir den letzten Spielstand nochmal neu laden. So, probieren wir es nochmal. Ich speichere jetzt aber hier nochmal ab. Darüber. Jetzt geht's, okay. Ja, nee, da hier sind wir vorher auch schon durchgekommen. Bloß da drin hatten wir ein Problem. Das ist doch eine Falle. Okay, hier kommen wir durch. Hier sind wir nicht durchgekommen. Ganz ruhig. Hier stimmt was nicht. Okay. Jetzt ging es anscheinend. Okay. Dann gehen wir einmal hier rüber. Man hat ja verdammt wenig. Punkte zum Porten. Ich glaube, wir werden fast schneller, wenn wir hier porten. Können wir hier runterhüpfen? Ich weiß nicht, ob wir hier runterhüpfen können. Okay, wir können hier runterhüpfen.
Das ist dort unten. Auch wieder hier irgendwie so eine Höhle zu sein oder so. Ich glaube, es irgendwo einen Eingang gibt. Hier scheint ein Eingang zu sein. Ist sie unter Wasser? Okay. Ah. Was hat mir das jetzt gebracht? Gar nichts. Okay. Na, da. Deine Flüche treffen mich nicht. Deine Waffen verletzen. Krieger, leg deiner Kampfeslust Zügel an und reite sie. Lass dich nicht von ihr reiten. Ich kenne dein Gesicht nicht. Doch, ich... Ja, denk nach. Was ist das Letzte, an das du dich erinnerst? Der Feuernebel füllte meine Kehle. Ich watete durch ein Meer aus Blut und Fleisch. Ein Speer durchbohrte mein Herz. Und dann holte dich eine Walküre unter jenen hervor, die für Hel bestimmt sind, und brachte dich hierher, ins ruhmreiche Asgard. Asgard? Dieser Ort ist wahrlich wie kein anderer. Und das ist kein Traum? Muss ich gegen dich kämpfen? Wir werden gemeinsam kämpfen und Teil des größten Heeres sein, das je zusammenkam. Doch zuerst iss und trink mit den Göttern. Nimm den Platz in der Halle der Gefallenen ein, den dein Mut dir verdient hat.
Tor! Sturmbringer! Ich biete dir meine Klinge! Odin! Rabennäher! Ich gebe dir mein Leben! Okay, hätten wir noch zwei offen. Einmal hier. Machen wir erstmal den hier. Das Bildmachgerät, Alter, ganz vergessen. Schließt sich dieser wilden Jagd an. Wer von euch hungert nach einer Herausforderung? Wem hier fehlt der Geschmack des Abenteuers? Grüße, Antrimnir. Geht es wieder auf die Jagd nach dem unsterblichen Eber? Ja, Sechrimnir wurde erneut erweckt und entfloh meiner Küche. Das verspricht, eine glorreiche Hatz zu werden. Du wirst es nie müde, dieses Tier zu jagen. Keine Jagd ist so aufregend und sein Fleisch unvergleichlich. Komm! Lauft, ihr Schnecken! Oh, das ist aber groß. Habt ihr keinen Hunger? Dies Fleisch wollt ihr nicht missen. Gebt acht, er ist gerissen. Meisterhaft, Wissenshüter. Ich sichere dir das saftigste Stück. Kommt, ihr tapferen Schlechter. Bereiten wir das Festmahl wahrer Helden. Okay, abgeschlossen, ne? Genau, dann einmal hierher. Immer eine Schnellreise. Schauen wir, was wir da vorne machen müssen.
wieder ein Relikt oder sowas. Gilbert, ich sehe dich. Tor, warum rufst du mich? Um dich zu fordern. Stell dich mir im Spottstreit. Ich nehme deine Herausforderung an und werde dich etwas in Sachen Demütigung lehren. Nun sprich, dass ich die Stärke deiner Überzeugungen hören möge. Und nun stell dich, Allvater, du reimst wie ein Wurm. Ich beherrsche den Donner. Willkommen im Sturm. Komm nur rüber, los, trau dich und spiel nicht auf Zeit. Überheblicher Natur aus der Nähe erkennst du bestimmt keinen Neid. Gib nur Acht. Was wünsche ich? Gib dir einen Streit. Überheblicher Nator! Aus der Nähe erkennst du bestimmt keinen Neid! Ha! Genauso schwach wie erwartet! Ich schlug Riesen und Monster, mein Ruf ist gerecht! Mich bewundern die Massen, vom Krieger zum Knecht! Du verhätschelter Aase verdienst jeden Spott! Bewundert dich alle, rennen fort ganz flott. Bin klug. Ich bin klug und erfahren, du törichter Gott. Du hattest Glück. Schmach folgt dir als Schatten auf Schritt und auf Tritt. Dein Versagen ist episch, so schreib besser mit. Oh, du alberner Graubart, schon bald trittst du ab. Und du denkst, du beerbst mich? Denk gleich nochmal nach. Tja, ein Sieg ist das nicht. Wenn ich abtrete, verspreche ich, folgst du mir ins Grab. Nicht dein bestes Werk, Allvater. Ha! Ich habe den Poetenprinzen besiegt. Komm gerne zurück, wenn du noch ein Zungengefecht wünschst. Ha! Okay. Du kommst zurückgekrochen, was? Ich werde spotten und gewinnen. Lass uns beginnen. Und nun stell dich, Allvater, du reimst wie ein Wurm. Ich beherrsche den Donner. Willkommen im Sturm. Komm nur rüber, los, trau dich und spiel nicht auf Zeit. Gib nur Acht, was du wünschst. Ich gewinne den Streit. Nicht schlecht, alter Mann. Ich schlug Riesen und Monster. Mein Ruf ist gerecht. Mich bewundern die Massen. Vom Krieger zum Knecht. Du verhätschelter Aase verdienst jeden Spott. Ich bin klug und erfahren, du törichter Gott. Du hattest Glück. Schmach folgt dir als Schatten auf Schritt und auf Tritt. Dein Versagen ist episch, so schreib besser mit. Oh, du alberner Graubart, schon bald trittst du ab. Tja, ein Sieg ist nicht das, was das Schicksal dir gab. Ja, besser als ich dachte. Beschreib mir den Geschmack der Niederlage, Thor. Ich kenne ihn nicht. Dieser kleine Rückschlag spornt mich nur an, noch besser und stärker zu werden. Ich kehre zurück und vernichte dich mit gekonntem Spott. Okay. Spottstreit abgeschlossen. Schauen wir mal. Gut, jetzt wird's noch ein Schatz. Wir haben jetzt hier soweit alles gemacht eigentlich. Ich sehe aktuell nichts. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle aber Schluss und schauen in der nächsten Folge weiter. Uns fehlt halt noch ein Reichtum, damit wir den hier abschließen können. Den Altar. Genau. Den werden wir bestimmt noch im Laufe der Story finden, denke ich. Gut, Leute, ich begebe mich auf jeden Fall jetzt schon mal zur Story und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.